Der Kinderarzt ist ja nur der Chefarzt vom Klinikum, also einfach eine Nullpfeife. Der hat sich also aufgrund seines Titels anscheinend oder so darüber hinweggesetzt. Naja. Wir haben das Zeug dann geholt, weil das andere war alle. Kinderarzt, Pneumologe war im Urlaub letzte Woche. So, Tim hat's genommen, hat Sportunterricht gemacht und einen Anfall bekommen. Juhu! Yay! Genau das, was das Mittel verhindern sollte. Also heute einmal quer durch die Gegend gefahren. Dort hingekommen. Und die Schwester guckt mich an, guckt auf die Postleitzahl und sagt, sind Sie jetzt den ganzen Weg hierher gefahren wegen dem Rezept? Ja. Geht um einen Junior, da mache ich das Kind immer. Sagt sie, naja, aber warum fahren Sie nicht einfach zum Kinderarzt? Dann habe ich ihr das erzählt. Da hat die den Arzt dran gerufen. Beziehungsweise der stand da gerade. Wollte dann wissen, was los ist. Der hat sich die Story nochmal angehört. Und hat gesagt, okay, sagen Sie der Schwester bitte nochmal, welcher Arzt das genau ist. Wie der heißt. Ich rufe da nachher an. Melde mich. Ja. Und es war wirklich so, dieser Arzt hat sich dann vielleicht anderthalb Stunden später bei uns gemeldet und hat Bescheid gesagt, dass er jetzt mit dem Chefarzt gesprochen hat und dass es auch dort in den Computer jetzt eingetragen ist, dass es da keine Diskussionen mehr gibt. In Zukunft klappt das auch beim Kinderarzt. Und wir brauchen uns da keine Sorgen mehr machen und uns nicht nochmal mit einem B-Präparat abspeisen lassen. Gut, dass das funktioniert. Also da hat mal einer einfach mal auf gut Deutsch Eier gezeigt und das hast du auch in der Praxis gemerkt, die Kinder, die da reinkamen und so. Und ich sag mal so, bei Lungenzeugs hast du ja oftmals, ich sag mal, Stammkunden, ne? Die sind da alle total entspannt und fröhlich rein und rausmarschiert und so. Fand ich cool. Schön, wenn Leute ihren Job so mögen. Ja. Komm, richte dich halt auf. Ich stell den Reparaturhänger direkt auf dem Anhängershop ab. Ja, das ist okay. Ja, ich glaube, das wird nichts mit den 37 Minuten. So. Ich krieg meinen Truck nämlich nicht mehr aufgerichtet. Naja, jetzt habe ich ihn zumindest schon mal komplett umgedreht. So. Bist denn du? Komm. Fall richtig rum. Fall. Jetzt so weit. Ich guck's nicht mal an, dann fahr ich raus. Von wo schubsen? Und da wo du fährst, fahr mal auf mich zu und drück mich mal auf die Räder. Vorsichtig, ja. Das Problem ist, du hängst mit der Landfläche am Baum. Ja, ich weiß. Ich kann dich ein Stück nach vorne ziehen. Mach ich grad selber. Ah, okay. Dann kannst du auch direkt die Ladung, die auf den Spaltings gesprungen ist, laden. Das ist sehr schön. Die beste, wenigste Ladung, die es gibt. Sehr schön. Müssen wir hier nur aus diesem Loch rauskommen, glaube ich. Das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Ich könnte auch Licht anmachen. Oh, danke, jetzt sehe ich was. Ich winde dich mal an und würde dich dann einfach hochziehen. Überlege, ja, warte, ich fahre noch ein bisschen nochmal zurück. Zieh mich erst nochmal zurück, warte. Das Seilwinde, weil dann kriege ich wahrscheinlich schon die Richtung besser drauf. Ja. Ich warte, bis du Dinge sagst. Dass ein Mensch alles tun darf, der 79er nicht wieder zu mir kommt. Ja. Aber Ärzte, die dann B-Präparate verschreiben, das finde ich dann wiederum nicht so gut. Ja, gerade bei solchen Produkten. Ja, ich denke die Nummer, aber ich würde mich mal anwenden, weil dann nehme ich nämlich den anderen Wendepunkt. Ich hoffe, das bist du. Ja.
Ja, du bist bei mir angebunden. Ich muss noch mal ein bisschen setzen, weil sonst hänge ich hinter dem Baum. Ja, ja. Ist der schlammig hier, würde ich sagen. Hm? Ich mach mal die Blende aus. Ach, okay. Dann siehst vielleicht ein bisschen was mehr. Nö. Okay. So, da bin ich. Wo muss ich hin? Oh. In die Richtung hier, also. Boah, mit diesem Kranteil, ey, der ist so kopflastig. Ja, ich weiß. Moment, ich tanke dich jetzt nochmal nach und dann. Hau ich ab. Ich springe in mein Auto, dann kannst du wieder in dein. So. Ich wollte nur behilflich sein. Moment. Das hat ja erschreckenderweise schon wieder mal funktioniert. Also zusammen. Hm. Ich will ja nicht sagen, es funktioniert, aber es funktioniert. Steht ein Cat. Achso, das ist der Kran. So. Lass mal das Fahrzeug doch mal vorsichtshalber hier stehen. Hm. Das Auto schaut jetzt aus wie Sau. Und voller Schlamm ist es auch. So. Jetzt haben wir nur noch eine Aufgabe. Schwimmen und sinken. Einen Haufen Ziegel sammeln. Ja, böse Punkte, ey. Na komm, Bro. Was? Wie unflexibel können so Äste sein? Na! Okay, genau wie Fracht alles wieder verladen. Ziegelmission. Yep. Alles noch Kranmission, da bin ich raus. Ansonsten kannst du ja schon das nächste Stück explodieren. Nee, ich würde mein Dings jetzt. Nee, das ging falsch. Du kannst mir helfen, weil ich regelmäßig umkipp. Na, ich würde die beiden Upgrades hier unten versuchen zu holen. Das ist auch eine Idee. An die Upgrades habe ich vorher nicht mehr gedacht. Bin ich überhaupt noch auf der Straße? Nee, ich glaube, da fahre ich gerade wieder runter. Es ist dunkel und ich sehe nicht, wo die Ach, das ist doch die Straße. Ach, die geht jetzt direkt links ab. Das erklärt's. Pro-Tipp, mitten in der Nacht durch den Wald fahren. Ja. Fast zu gut durch den Sumpf zu fahren. Mitten in der Nacht. Da ist nur Stuhl, da war ja. Magst immer noch. Ich müsste ihn vielleicht doch mal etwas behandeln. So, dann fahren wir jetzt einmal quer über die Map, um am Ende die beiden Upgrades noch mitzunehmen. Da, wo du fährst, gibt es keine Straßen. Doch, doch, das sind offizielle Straßen hier. Bahn hat er vorhin gesagt, Autobahn. Autobahnstraßen, Digga. Boah, genau. Ja, mal 21 Schaden. Vielleicht. Ja, aber auch eine Eichhörnchen-Autobahn ist eine Autobahn.
Ja. 3 von 4 Eichhörnchen sind der Meinung, das ist richtig. Da wäre das eine Eichhörnchen gut. Och, jetzt hänge ich hier im Wasser oder was? Ja, hat es das Spiel schon überzeugt, dass ich hier weiterfahren kann? Nein. Aber der Millimeter hat gereicht, um mich an den nächsten Umfallenbaum zu bringen. Ich bin schon auf Straßen gefahren, das ist geil. Nein, du bist einfach nur Luxus gewöhnt. Aber echt, ey. So. Und ab geht's. Es hat draußen auch gehört zu regnen. Das wäre eine Möglichkeit. Das tropft nicht mehr. Ich höre keinen Klick, Klick, Klick. Habe mir heute die Kinder von meinem Bruder geholt und Eis bestellt. Warum holst du dir Kinder, wenn du die Eis bestellst? Dann musst du das doch teilen. Die essen dir doch die Hälfte weg. Richtig. Anfängerfehler. Eis, ich habe noch Stracciatella im Tiefkühlfach. Ich glaube, ich muss da nachher noch mal hin. Eis war ja nicht für mich. Moment. Ich verstehe. Was? Verstehe ich nicht. Du stellst Eis und es ist nicht für dich. Finde den Fehler. Ah, da. War vielleicht für uns? Wir haben es nur nicht gekriegt. Ja, weil die Kinder es abgefangen haben. Genau, böse Kinder. Kinder sind da, um ein Eis zu bringen, nicht um das wegzuessen. Level 30. Wuhu. Ja, und ich habe eine der Siegelmissionen beendet. So. Jetzt holen wir uns den nächsten Siegel da unten. Klingt lang. Na. Jetzt fährt der Kran auch ganz aus. Das ist ja gut. Während der Fahrt. Nee, ich stehe auf der Brücke und offensichtlich war der Kran der Meinung, ach, bis nach ganz da unten ist schon noch ganz weiter Weg, da brauche ich nicht ganz ausfahren. Ja, okay. Vielleicht lassen wir das hier nochmal kurz los. Fahren nochmal Stützen aus. Hängen die Fracht wieder an. Und hoffen, dass wir diesmal nicht umfallen. Ja, jetzt sieht das besser aus.
So, weiter geht's auf der Route um den Schlamm, durch den Schlamm, wegen dem Schlamm, nach dem Schlamm. So, verlorene Ziegel. Liefere zum Dorf. Da wollen wir den Quatsch hin haben. Nee, ich glaube, das hilft auch nicht. Dann ist nämlich da auf dem Weg. Das ist gut. Der andere da soll zum Lagerhaus. Okay, ja gut. So, zup, zup. Zup. Um den See noch drumherum. Und dann wird es wieder interessant. Und darum bin ich der Lieblingsonkel. Ah, es war eine Bestechung. Verstehe. Ja, aber da ehrlich gesagt, scheiß auf meinen Ruf. Dann lieber das Eis selber essen. Eis, Ruf, Eis, das Eis. Onkel, Onkel, warum hast du 4 Eis geholt? Wir sind doch nur zu dritt. Alle für mich. Autsch. Du meinst, Onkel, Onkel, es finde ich super, dass du uns Eis geholt hast, aber das ist allzu viel. Moment, ich habe euch Eis geholt? Lernt etwas fürs Leben und guckt mir zu, wie ich 4 Eis gleichzeitig esse. Für mich Schoko, hallo Haru. Hallo. Sei gegrüßt. Schoko. Willkommen zurück aus dem Tierarzt. Oh je. Wieso willst du in die Richtung umkippen? Das ist Gewohnheitsrecht bei deinen LKWs. Das fürchte ich auch. Okay, machen wir hier eine schöne Mulde, dann kippt er nicht mehr um oder so. Komm, rette dich darüber. Komische Logik. Nein, ich bin jetzt gerade nicht mit dem Oberkörper mitgegangen, um das Ganze, um den LKW auszugleichen. Das sah nur so aus. Tier und Tierarzt, beides richtig. Okay. Aber ich hoffe, es ist alles gut verlaufen. Aufgekauft, verkauft. Ich habe keine Reparaturhänger verkauft. Nehmen wir doch einfach den Weg hier quer durchs Feld. War eine kacke Idee. Dieses Feld ist nicht dafür gedacht, dass man mit schweren Gerät hier durchfährt. Oder wieder rauskommt. Bin ich auch gleich in der falschen Basis? Das gebaut hier mal am anderen Ende. Kannst mich auch mal.